Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Eules Welt. Ich möchte euch in meinem heutigen Video zeigen, wie ich diese super süße Streudekor hergestellt habe. Ich habe euch einmal Schmetterlinge, Blumen und Blätter vorbereitet. Diese können wir entweder für Cupcakes oder für Torten verwenden. Zuallererst zeige ich euch, wie wir die Schmetterlinge herstellen. Und zwar benötigt ihr ein ganz normales Stück Karton oder Pappe. Einfach das, was ihr zu Hause habt und was schön standfest ist, sag ich mal. Zunächst werde ich meinen Fondant ausrollen, und zwar rolle ich den so circa 2 mm aus, nicht zu dünn, und habe hier mit meinen Ausstecher, die habe ich mir bei Amazon gekauft, sind wirklich richtig coole Ausstecher, die auch noch eine Struktur in den Schmetterlingen reindrücken, werde ich euch mal unten verlinken. Meinen ausgestochenen Schmetterling lege ich jetzt einfach hier in die Falte von meinem Karton. Und so kann das später trocknen und behält schön diese V-Form. Und sieht super toll aus, wenn man ihn auf Torten oder auf Cupcakes als Topping obendrauf legt. Als zweites möchte ich euch zeigen, wie ich meine Blumen hergestellt habe. Und zwar habe ich hier eine Toffifee. Innenverpackung sozusagen, da liegt dieses Toffifee drinne. Und hierfür rolle ich auch wieder meinen Fondant auf Speisestärke schön aus und habe wieder meine Ausstecher. Da könnt ihr jegliche Art von Blumenausstechern benutzen, die ihr einfach gerne haben wollt, die ihr vorbereiten möchtet. Und jetzt hole ich mir einen Pinsel, weil ich das leider so nicht rausbekommen habe, und steche es mir aus. Und mit einem Balltool, was auch in meinem 46-teiligen Ausstecher-Modellierset war, tue ich mir jetzt hier noch so ein bisschen die Ränder ausdünnen. Dann sieht es ein bisschen nach mehr aus, ein bisschen hübscher aus. Eure ausgestochene Blume und eure Toffifee-Form würde ich euch raten, auch ein bisschen mit Speisestärke auszupudern, dass der Fondant einfach nicht kleben bleibt. Und dann könnt ihr diese Blume einfach dort hineinlegen und sie bekommt diese schöne, rundliche, gewölbte Form. Und ich werde euch jetzt noch gleich ein, zwei Beispiele zeigen, wie ihr diese Blumen noch ein bisschen aufhübschen könnt. Als dritte Streudekor-Variante möchte ich euch zeigen, wie ich die Blätter hergestellt habe. Und zwar habe ich mir hier auch, was jeder wirklich zu Hause hat, Alufolie genommen und habe die so ein bisschen mit meinen Fingern so zusammengeknüllt. Also ich habe da mal mehr geknüllt, mal weniger geknüllt, dass es wirklich schön uneben wird. Und auf Speisestärke werde ich mir jetzt hier wieder meinen Fondant dünn ausrollen. Und mit einem Blattausstecher werde ich mir jetzt hier große und kleine Blätter ausstechen. Diese hat auch wieder die schöne Prägefunktion, was dann das Blatt ein bisschen echter aussehen lässt. Ich nehme jetzt hier meine Alufolie und das Blatt und lege es dann einfach über diese Erhebung, Vertiefung und lege mir das so ein bisschen zurecht und lasse es auch so wieder 24 Stunden trocknen. Und am Ende behält es schön seine Form und hat so einen gewissen 3D-Effekt, der sich auf Torten und wiederum auch auf Cupcakes richtig schön macht. Fertig ist unsere Streudekor und wirklich total easy hergestellt, und alles, was wir dafür benötigen, haben wir meistens im Haushalt. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentarbox und wer es noch nicht ist, drückt ganz schnell den Abonnier-Button, werdet Abonnent und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann!